Ja, bitte. Ah, der berühmte Mr. Cotton. Hallo, Mr. Warner. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie einen Anwalt? Was müsste ich dafür bezahlen? Ich bin nicht billig. Das Wort billig ist ziemlich doppelsinnig, aber ich weiß schon, was Sie damit sagen wollen, Mr. Warner. Unter 1000 Dollar verteidigen Sie nicht mal einen Landstreicher. Und damit wären wir bei den Intoshs, nicht wahr? Die haben so wenig Kleingeld, dass sie auf Güterzügen fahren müssen, wenn sie angeln gehen wollen. Also, für wie viel vertreten Sie die? Sie erwarten doch nicht, dass ich darauf antworte. Sie haben doch ein Spezialgebiet, nicht wahr, Mr. Warner? Ich meine, in Bezug auf Ihre Klienten. Sie sind als Anwalt der New Yorker Unterwelt bekannt. Vorsicht, Mr. Cotton. Sie kennen die Gesetze, aber noch besser die Lücken, durch die man schlüpft. Ich sage noch einmal Vorsicht. Sie verteidigen die beiden doch bloß, weil ein Dritter sie dafür bezahlt. Wer ist es? Kein Kommentar. Danke, Mr. Warner. Wissen Sie, bei Ihren stolzen Kursen hätte ich eigentlich eine bessere Bedienung erwartet. Aber ich krieg's auch so raus. Was wollen Sie? Wer sind Sie?